Hallo und herzlich willkommen zur Folge 52. Zwei Serien bestimmten über Jahre hinweg das Horror-Survival-Genre. Resident Evil und Silent Hill. Und auch die neuesten Teile erschienen in zeitlich enger Folge und bieten damit wieder die ideale Grundlage für einen vergleichenden Blick. Wer spendiert mehr Gänsehaut und Atmosphäre? Während Resident Evil allerdings erst in den Startlöchern steht, hat sich unser Autor Lasse Christiansen bereits durch den Albtraum von Silent Hill Homecoming gespielt. Begleiten wir ihn doch ein Stück auf seiner Heimkehr und schauen, was dem guten Lasse die Haare zu Berge stehen ließ. Diesmal schlüpfen wir in die virtuelle Haut des verwundeten Soldaten Alex Shepard. Dieser ist, Serienkenner dürften jetzt ein Déjà-vu haben, auf der Suche nach seinem Bruder Josh und findet sich zu Beginn seines Abenteuers im LKW von Travis Grady wieder. Na, klingelt es? Genau, den kennen wir aus Silent Hill Origins. Und weiter geht es mit Altbekanntem, denn die Heimkehr von Alex gestaltet sich alles andere als harmonisch. Vielmehr scheint Shepards Clan einige Probleme zu haben. Immer wieder verschwinden Einwohner spurlos und da treiben sich so seltsame Gestalten rum. Was es damit auf sich hat und wie eng die Geschehnisse mit der Geschichte von Alex, Bruder Josh und dem Vater zusammenhängen, gilt es natürlich herauszufinden. Die Story folgt dabei der Filmumsetzung von 2006, schwächelt aber an einer vorhersehbaren und zu routiniert heruntergespulten Handlung. Experimentelle oder einfach nur neue Spielideen suchen wir vergebens. Wie schwach und inkonsequent die Story dabei vonstatten geht, sei hier an einem Beispiel aufgeführt. Eine Tür mit einem großen Loch in der Mitte versperrt uns den Weg und eine gruselige Frauenstimme bittet uns, drei Erinnerungen wiederzufinden. Habt ihr der Dame dann geholfen, winkt die Belohnung in Form einer Textnachricht mit einem schlichten Thank you als Inhalt und einem Schlüssel. Das war's. Keine Fortführung oder Auflösung dieser Geschichte. Da wäre mehr drin gewesen. Auch die Orte und Widersacher sind altbekannt, üben aber immer noch ihren Schrecken aus. So spielen wir uns durch das Krankenhaus, den Friedhof, einem Hotel, einer Polizeistation und einer Kirche, wo wir auf eine Gruppe Okkultisten stoßen. Neben diesen Zeitgenossen treffen wir wieder auf die gesichtslosen Krankenschwestern, Käfermonster und natürlich auch den Smokern. Dabei reagieren diese sehr empfindlich auf das Licht unserer Taschenlampe. Das lässt einen gewissen Handlungsspielraum zu. Wollen wir beispielsweise den Kampf vermeiden, schleichen wir uns einfach im Dunkeln an den Kreaturen vorbei. Dabei erfordert allerdings jeder Typ seine eigene Taktik und ihr seid gut beraten, wohl überlegt vorzugehen, denn Heilextras sind selten und werden besonders bei den Endgegnern dringend benötigt. Optisch ist Homecoming zwar keine Offenbarung, weiß aber dennoch vor allem durch die teilweise extrem bizarren Endgegner zu überzeugen. Und hier lag und liegt die Stärke der Designer und damit auch des Spiels. Die Gestalten und Schatten scheinen wieder der Fantasie eines Psychopathen entsprungen zu sein und spielen erneut gekonnt mit unserer Fantasie. Neu hingegen sind die dem Grafik-Adventure nachempfundenen interaktiven Dialoge, welche verschiedene Zwischensequenzen provozieren. Leider wurde dieses Feature nur marginal genutzt und wirkt dadurch ein wenig aufgesetzt. Auch das Kampfsystem wurde überarbeitet und geht jetzt wesentlich actionlastiger vonstatten. So hat jede Waffe verschiedene Kombos. Ihr habt neue Ausweich- und Konterfunktionen und dürft jetzt den Gegner durch einen Finishing-Move in die ewigen Jagdgründe schicken. Aber leider müssen wir auch hier wieder nölen. Nicht nur, dass die Ausweichfunktion nicht wirklich gut funktioniert, auch die zufällige Gegnerfixierung ist uns besonders bei den Endgegnern nur im Weg. Dazu kommt die deutlich angestiegene Gegnerschar. Dass wir aber auch an allem rumnörgeln müssen. Nee, müssen wir glücklicherweise nicht, denn besonders die Sounduntermalung von Meister Akira Yamaoka ist perfekt und untermauert die düstere Atmosphäre gekonnt. Ebenso freuen wir uns über die verschiedenen Endsequenzen mit teils verstörenden Ausmaßen. Ihr merkt schon, viel Licht, viel Schatten. Nur lohnt sich denn der Kauf am Ende? Das verrät euch unser Tester Lasse am besten selbst in seinem Testbericht, den wir wie immer auf den Seiten von gamers.de finden. Ich schleiche mich jetzt mal davon und mach besser das Licht an. Man weiß ja nie. Gehabt euch wohl und viel Spaß beim Zocken. We'll be right back.